Ah, bella Italia, die Heimat von Spaghetti, Lucatoni, Minestrone, Pizza Berlusconi und der Schauplatz der ersten Kampagne von Napoleon Total War. Und wenn man vom Teufel spricht, hier ist er auch schon, der kleine Korse, seines Zeichens General der französischen Italienarmee, die ich in diesem Feldzug anführe. Gegen Frankreich darf ich erst in der dritten Kampagne antreten, in der ich um ganz Europa kämpfe. Aber weil unsere Preview-Version nur das Italien-Kapitel enthält, herrscht Frankreich Zwang, naja, besser als nix. Weil Napoleon nicht nur zum Spaghetti-Schlürfen und Adria-Baden auf der Stiefelhalbinsel weilt und die Serie ganz nebenbei Total War heißt und nicht Total Peace, muss ich hier natürlich kämpfen und Städte erobern. Die baue ich dann aus, allerdings gibt's hierfür weniger Optionen als in Empire. Die Kampagne dreht sich eben vorrangig um den Krieg. Deshalb belagere ich mit Napoleon auch schon das nächste Ziel, Modena. Gegner gibt's genug. Unter anderem legen sich die Franzosen mit dem Königreich Sardinien an, sowie mit dem Kirchenstaat, mit Venedig und mit Napoleons Erzfeind Österreich. Missionen geben mir vor, welche Städte ich einnehmen sollte. Als Belohnung gibt's meistens Geld. Das Hauptziel des Feldzugs ist die österreichische Stadt Klagenfurt. Weil Napoleon nicht jedes Heer höchst selbst anführen kann, heuere ich zusätzliche Generäle an. Die sind nicht zufallsgeneriert wie in Empire, sondern historische Persönlichkeiten, die manchmal sogar spezielle Vorteile haben. Der Kamerad unten etwa verschafft seiner Reiterei einen Kampfbonus. Falls meine Regimenter in der Schlacht Verlust erleiden, kann ich sie nicht mehr einfach gegen Goldgebühr wieder auffüllen. Stattdessen muss ich in Städtchen Nachschubdepots errichten, die alle Einheiten in der Provinz langsam automatisch heilen. Alternativ könnte ich Märkte hochziehen, um mehr Geld zu verdienen, aber Wirtschaft ist eh zweitrangig. Haben Sie eigentlich gemerkt, dass sich auf der Karte die Lichtstimmung ändert? Das liegt daran, dass im Gegensatz zu Empire pro Runde kein halbes Jahr mehr vergeht, sondern nur noch ein halber Monat. So durchläuft Italien fließend alle vier Jahreszeiten. Das hat auch spielerische Folgen. Wenn Einheiten im Winter durch verschneite Alpenpässe stapfen, erleiden sie permanent Verluste, symbolisiert durch den Totenschädel auf der Flagge. Umso wichtiger ist es, die Verluste durch den Bau von Depots auszugleichen. Im Frühling wiederum wallen dichte Nebelschwaden durch die Täler. Das wirkt sich zwar nicht direkt auf den Strategiemodus aus, wohl aber auf die Echtzeitgefechte. Denn auch auf dem Schlachtfeld wird's neblig, was die Genauigkeit von Schusswaffen nicht gerade erhöht. Ich meine übrigens die Suppe im Hintergrund, nicht die Schwaden unten. Die stammen vom neuen Partikelsystem, dank dem sich über feuernden Musketieren dichte Pulverwolken bilden. Das schaut ganz schick und stimmungsvoll aus. Weil die Österreicher hier so schön selbstmörderisch in den Nahkampf stürmen, kann ich ihnen auch gleich die wichtigste Neuerung beim Interface zeigen. Über den Landesflaggen der Bataillone prangt nun ein Balken, der den Moralwert zeigt. Wie man sieht, sinkt er bei den Gegnern rapide. Drüber zeigen weitere Symbole, den Einheitentyp sowie die Erfahrungsstufe. In Napoleon werden Truppen auch während einer Schlacht befördert, so wie hier gerade mein Grenadiersregiment. Und wo wir gerade bei Neuerungen sind, Kanonen reißen mit Sprenggeschossen neuerdings nicht nur Lücken in Schützenreihen, sondern auch Krater in die Landschaft, die Einheiten verlangsamen. Das ist nicht spektakulär, aber ein Novum in der Total War Serie. Überhaupt spielt Artillerie in Napoleon eine noch wichtigere Rolle als in Empire, vor allem bei Angriffen auf Städte. Denn die Kanonen feuern nun noch weiter und eignen sich ideal, um besetzte Häuser zu zerbröseln, wie hier gerade im belagerten Turin, das für so eine wichtige Stadt allerdings ein bisschen mickrig ausschaut. Erst nach dem Bombardement rücke ich vor, um die Verteidiger auszuschalten. Die Computergegner erweisen sich hier nicht als die schlausten und marschieren bereitwillig in meinen Kugelhagel. Aber ach, man kennt's ja aus Empire. Napoleon ist allerdings noch nicht fertig, vielleicht dreht Creative Assembly ja noch an der KI-Schraube. Wer möchte, kann sich in Napoleon auch an eine von neun historischen Schlachten wagen. Unsere Vorschauversion enthielt eine davon. Die Schlacht von Ligny wogt um ein belgisches Dörfchen mit dem überraschenden Namen Ligny, das sich mit den Franzosen von den Preußen befreien soll. Das größte Hindernis dabei ist die feindliche Artilleriestellung auf diesem Hügel, die fröhlich meine Truppen auseinandernimmt. Na gut, immerhin habe ich auf dem Nachbarhügel selbst ein paar Geschütze aufgestellt. Nach langer Schlacht überrenne ich die preußischen Kanonen schließlich mit meinen Säbelreitern. Unten links zeigt ein Filmschnipselchen, dass eine meiner Einheiten flieht. Diese Ereignisvideos sind neu, aber wenig hilfreich. Davor wurde eifrig geschossen. Außerdem haben meine Musketiere Häuser besetzt. Meine Kavallerie ist Schützen in den Rücken gefallen und sogar Napoleon höchstpersönlich durfte ins Kampfgeschehen eingreifen. Mit seiner Fähigkeit Sammeln erneuert er hier die Kampfmoral der flüchtenden Regimenter links. Wie bei jedem General zieht sich um den kleinen Korsen ein Einflussbereich, innerhalb dessen seine Untergebenen effektiver kämpfen, markiert durch die dünne blaue Linie. Ich freue mich schon drauf, mit dem Korsenkaiser um Europa zu ringen, auch wenn ich es schade finde, dass es keine weltweite Kampagne gibt. Sei es drum, auf in die Schlacht à la Bataille, wie Napoleon sagen würde. Nicht zu verwechseln mit à la Bouteille, das hieße nämlich an die Flasche. Naja.